So, weiter geht's. Es wird dann vielleicht noch die eine oder andere Unterbrechung geben. Pinkelpause ist unbedingt nötig. Ja, will ja nicht dann programmieren, wenn ich noch andere dringende Bedürfnisse zu erledigen habe. Aber jetzt widmen wir uns dem Programmieren. Ich habe da schon mal mein Repository geklont. Ich pulse nochmal zur Sicherheit, damit ich aktuell bin. Und jetzt, ich bin im Ordner Session 1. Aufgabe kann ich mal einblenden. Wir programmieren 4 gewinnt in Rust. Mal schauen, wie weit ich komme. Übrigens, ich habe noch mehr Bier da unten. Also es muss nicht nach einer Maß fertig sein. Aber mehr als 2 soll es dann doch nicht werden. Ich muss das halt mal ein anderes Mal weiterführen. Aber ich möchte mal anfangen damit. Alles für die Wissenschaft. Also wir programmieren Rust und dazu haben wir Cargo. Ich mache es vielleicht ein bisschen größer, solange ich noch nicht 2 Files nebeneinander habe. Cargo New, wie nennen wir das? 4 gewinnt oder Connect 4 auf Englisch. Hatte gerade noch Rust aktualisiert. Cargo Version, ja, das ist ziemlich aktuell. Und so gehen wir nun da rein. Main.rs, das ist ein Hallo Welt Programm, das ist soweit mal gut. Hello Connect 4 und dann kann ich mit Cargo Run das Ding ausführen. Wird ein bisschen gebaut. Rust kompiliert nicht wahnsinnig schnell, weil der Compiler recht viel macht. Habe ich dann Zeit, mir einen Schluck zu gönnen. Jetzt, was ich noch sagen wollte, ich verwende die offizielle Dokumentation. CargoDoc Open von Rust hierfür. Geht dann direkt auf. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die Standard Library auch hier in Zugriff habe. Zum Beispiel ein Vektor. Nein, habe ich nicht. Vielleicht sieht es dann anders aus, wenn ich den Vektor verwende. Mal schauen, sonst gehe ich dann auf die offizielle Dokumentationswebseite. Aber ich möchte eigentlich nicht Syntax googeln und so weiter. So viel Rust sollte ich können. Okay, jetzt aber, wir wollen nicht mit der interaktiven Anwendung anfangen, sondern mit dem Board. Und das mache ich in einer Library drin, lib.rs. Und wie soll so ein Spielbrett aussehen? Also in Rust machen wir eine Struct, nennen wir es mal Board. Und jetzt ist die Frage, wie sieht diese Datenstruktur aus? Ich habe Zeilen, Spalten und bei der Ausgabe in der Regel macht man es zeilenorientiert. Also nehmen wir einfach mal die Fields, nenne das so, also mein das Spielfeld Fields, ist dann ein Vektor von Vektoren. Und die Frage ist jetzt, was speichere ich ab? Wir haben gesehen X, O, dann habe ich in ein Blank oder so weiter. Nehmen wir mal einen Character. So, mal schauen, ob das überhaupt kompiliert. Sonst bin ich dann auf dem ganz falschen Fuß. Okay, soweit. Okay. Reden gibt Durst. Das wären jetzt die Felder. Und ich muss am Anfang irgendwie ein leeres Board hinbekommen. Dafür schreibe ich jetzt keinen Unit-Test. Das soll jetzt nicht ein TDD-Experiment werden, sondern ein DDD-Experiment. Wir implementieren für das Board eine assoziierte Funktion, wir nennen die einfach new und jetzt könnte man der natürlich die Dimension mitgeben, wir wollen aber hier wenig Freiheitsgrade offen lassen und hier einfach so eine Art Factory-Funktion haben, die dann ein neues Board zurückgibt und sinnvollerweise halten wir natürlich die Breite und die Höhe schon irgendwo fest. Const width 7, ich glaube, wir müssen auch sagen, was eine U-Size ist, ein Datentyp. Die Höhe ist 6. Und jetzt müssen wir hier diesen Vektor initialisieren. Ich glaube, wir müssen einen mutierbaren nehmen. Mut fields gleich weg new. Und jetzt mache ich for. Ich nenne es vielleicht, zuerst mache ich Rows. R in von 0 bis exklusiv Rows Height. Und dort mache ich dann jetzt eine konkrete Zeile. Let's mut
gibt's Row New. Da steht der Datentyp noch gar nicht drin. Vielleicht kannst du den Compiler dann selber rausfinden, sobald ich Sachen reinschreibe. Und jetzt machen wir hier für C in 0 bis with. Was machen wir da? Row.push. Und jetzt müssen wir eben so ein Feld haben, dass die das leere Feld quasi bezeichnet. Können wir auch wieder mit Konstanten machen. Empty gleich underscore push empty. Und wenn jetzt der Compiler merkt, dass dort Characters reindrücke, sollte er eigentlich merken, dass ein Vektor von Characters sein sollte. Ein Vektor ist klar und hier kommt der Character zum Zug. Und dann fields.push row push ich die row rein und am Schluss gebe ich einfach ein Board zurück mit den Fields. Cargo check. Da ist schon der erste Fehler. Ich habe eigentlich mir vorgenommen, immer wenn der Borrow-Checker einen Fehler wirft, einen Schluck zu nehmen. Das ist sehr realistisch. Jeder Kompilierfehler wäre ein bisschen viel. Ja, nehme ich trotzdem mal ein. So, also habe ich da falsch gemacht. Board Fields. Ich bin außerhalb der Funktion gelandet. Schon die ersten Zeichen einer alkoholinduzierten geistigen Vernebelung und Beeinträchtigung. Jetzt sieht es gut aus. Nach ein paar Warnungen, die kann ich ignorieren, sobald das Zeug dann verwende und so weiter, kommt das dann gut. Auch schön Cargo FMT. Der Code wird da automatisch formatiert. Muss ich das nicht machen. So, jetzt doch ein bisschen testen. Machen wir halt Test Last Programming beim Drink First Programming. Kleinen Unit-Test hier, Mod-Tests. Und wir verwenden einfach alles, was uns hier das Parent-Modul hergibt. Das ist unbenannt, einfach das Lib, das Library-Modul. Sollen wir jetzt überprüfen? Wir können zum Beispiel überprüfen, dass alle Felder leer sind am Anfang. Test all oder initially all fields empty. So, und wie machen wir das jetzt? Let board, das muss nicht mutierbar sein, beim Spiel dann schon. Gleich board new. Und was kann ich zum Beispiel mal prüfen? Ja, die Anzahl Felder, aber das war ein anderer Test. Schaut einfach mal, dass alles leer ist und dass die richtige Dimension hat. Ich hier iteriere einfach ganz naiv wieder durch die ganzen Zeilen. Row in board.fields. For call in row. Funktioniert das? Und dann mache ich eben assert equals. Schauen wir eben, dass da die Reihenfolge spielt jetzt keine Rolle. Also eigentlich ist ein Field. Field in row. Field ist empty. Okay. Cargo test. Scheint funktioniert so. Hat er das aus? Running Zero Tests. Nein, habe ich schon was vergessen. Ich muss es als Test markieren. So, das wäre doch zu einfach. Test Result OK 1. Sehr gut. Also wir haben lauter leere Felder. Wir können aber auch die Dimension schnell testen. Number of Fields. Und dann machen wir wieder ein neues Board. For, können wir mal assert equals. Was nehmen wir da? Das heißt gar nicht, wie es heißt in Rust. Ist es count oder length oder len? Keine Ahnung. Board len sollte, nein, board fields len, weil fields sind eigentlich Zeilen rows. Height. Ja, ich müsste es oben nachschauen. Ganz nachher ein bisschen kleiner machen, damit ich mehr sehe. Testen. Len ist eine Methode. Okay, das sieht gut aus. Und jetzt for row in board fields.
assert equal row.len with. So, trivialer Test. Das hat auch funktioniert. Cargo FMT nochmal, weil es so schön ist. Hat nicht formatiert, weil ich schon den Code sehr schön formatiert eingebe. Und da hätten wir schon mal das Board initialisiert. Git, ich schaue vielleicht nochmal, wie es mit der Versionskontrolle aussieht. Git status short. Wollen ja das ganze Modul hier wiederholen. Ich hoffe, die Targets hat dann Git ignore gemacht. Nein, wenn ich die mit Cargo new in einem Git-Repository arbeite, macht er, glaube ich, kein neues Git-Ignore. Also machen wir Echo Targets .git-ignore. Machen wir Git add Punkt. Und da habe ich jetzt hoffentlich nichts Falsches hinzugefügt. Initial commit started first drink-driven development Session. So, ich pushe mal, kann es live dann mitverfolgen. Wer das Board mal initialisiert. So, übrigens, das Bier schmeckt sehr gut. Nicht ein alkoholfreies Bier, weil es halt doch 2,9% Alkohol drin hat. Aber man merkt den Unterschied nicht zu einem, sagen wir mal, vollwertigen Bier. Und so soll es auch sein. Komplimente gehen raus an Patrick Schäfer, den Braumeister von Luzerner Bier. Weiter so. So, jetzt, wir wollen noch ein bisschen weiter programmieren. Jetzt haben wir mal ein leeres Board. Das hilft uns noch nicht allzu viel weiter. Müssen Siegbedingungen implementieren, aber müssen auch einen Stein setzen können. Und das ist nicht so ganz einfach. Müssen wir mal überlegen, was gibt es für Steine. Man könnte das als Enumeration modellieren. Aber bleiben wir mal bei den Charakteren. Und sie müssen jetzt auch noch festlegen. Player 1 vielleicht hat ein X und Player 2 hat ein Y, ein U, ein O, was auch immer. Was könnten wir noch machen? Vielleicht vorher noch das Board mal ausgeben als String. Ich lasse mal die Konstanten drin. Sicher nicht falsch. Aber wir können jetzt mal unseren Output machen. Soll das String ausgegeben werden oder besser direkt auf die Konsole? Machen wir mal einen String, dann können wir es mit einem Unit-Test überprüfen nachher. Also sehen da, es ist schon 19:37. Ich glaube, ich werde heute nicht mehr fertig. FN Render. Könnte auch in 3D sein in Zukunft, oder? String, hier gebe ich keine String-Referenz zurück, sondern ein geownter String. Und jetzt ist die Frage, wie baue ich das Ding auf? Ich glaube, String hat in eine Push-Methode. Ich habe mehrere, ja. Ich versuche die Darstellung einfach zu halten, aber was ich machen sollte, sollte eine Titelzeile hinschreiben mit den Schachtnummern. Damit dann der Spieler weiß, in welchen Schacht er einen Stein wirft. Versuchen wir einfach mal let mut output gleich string new und jetzt gehen wir den Spalten entlang nach. Wir könnten das vielleicht auch ein bisschen funktional programmieren, aber ich mache es mal ein bisschen strukturiert. C in also call oder kann auch mal i nehmen in with. Nein, ich muss natürlich 0 in range machen. Moment, ich mache es besser 1 basierend, weil die meisten Leute das dann eben mit 1 bis 7 und nicht mit 0 bis 6 sehen wollen. Und jetzt, was machen wir dort? Mache einfach mal ein output.push. Und dann formatiere ich da diese Zahl. Wie geht es nochmal in Rust? Ja, nein, es ist ein String. Aber so. Ich direkt das i hier reinschreiben. Und ich mache vielleicht noch ein Leerzeichen danach. Und
dann noch kann man Push Car machen, geht das? Keine Ahnung. Eine Leerzeile. Und jetzt ist die Frage, ja, wollen wir einen Unit-Test dafür schreiben? Ist Semester Ende, das Semester war lang und anstrengend. Machen wir uns mal das Leben ein bisschen einfach, den interaktiven Teiltester interaktiv. Ich splitte das Fenster und mache dann das Main auf. Und jetzt testen wir schon mal, wie ich diesen Code da verwenden kann. Ich mache vielleicht noch schnell den Code fertig und gebe einfach mal dieses Output zurück. So, und das mache ich hier. Jetzt ist die Frage, verwende ich dieses Ding, wie importiere ich das Zeugs? Mach's mal ganz naiv. Let Board gleich Board New. Und dann mache ich mal ein println mit dem Board Render. Cargo Run. Geht natürlich nicht. Verschiedene Probleme. NoMath nennt Push Char. Push STR. Okay. Aha, Push ist für Car und Push STR ist für String. Schon wieder was gelernt. Also super mit dem Rust Compiler, braucht man nebenher gar keinen Google Stack oder was auch immer aufzuhaben. Der bringt einem das Programmieren in dieser Sprache bei. Okay. Noch ein Fehler, expected String ref found string. Jetzt muss ich überlegen, push Esther will eine Referenz. Also geben wir hier eine Referenz. Ups. Ah ja, und jetzt natürlich so, ich kann hier beim Printline, das ist nicht irgendwie wie bei C Sharp oder so, das ist ein Makro, hat da gewisse Einschränkungen. Dann Board ist nichts deklariert. Wie mache ich das jetzt? Lib oder create board, stimmt das? Ups. Ja, gute Frage. Ist das lib? Wie mache ich? Ah nein, ich muss ja connect for heißt ja mein Ding. Okay. Nein, und das Ding heißt jetzt blöd. Ah, ja, Unsinn. Das ist keine assoziierte Funktion, es ist eine Methode auf der Instanz. Und dann ist das Ganze noch private. Okay, Unit-Tests funktionieren. Bei Rust bin ich direkt mit meinem Testmodul eigentlich im Modul drin. Ich kann darauf zugreifen. Auf und außen geht es leider nicht. Fields machen wir mal nicht public. Darauf muss ich nicht direkt zugreifen. Aber... Ah, natürlich. Render ist eine assoziierte Funktion. Ich war gar nicht falsch beim Aufruf. Aber das muss auch den Self-Parameter bekommen. Jetzt muss ich überlegen. Das kann ja eine Referenz sein, oder? Und was iteriere ich da eigentlich? Ah, ich bin erst bei der Titelzeile, okay. Private Methods. Die müssen auch public sein. Wenn man ein Trade implementiert, muss es nicht public sein, weil es da per Definition public ist, glaube ich. So, kompilieren den Rust-Code geschrieben, aber ich habe auch erst ein paar Schlücke genommen. Also bis jetzt noch, ich merke schon ein bisschen, es ist nicht mehr ganz so einfach, aber ja, wird noch schwieriger. So, sage ich jetzt mal einen Schluck nehmen, wenn es kompiliert. So als Belohnung. Okay, dann die Titelzeile. Jetzt eben, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, auf dieses Self zuzugreifen, weil ich gar noch nicht die Felder ausgebe, sondern einfach einen statischen String. Kannst du auch so einen Separator machen irgendwie. Wollen wir das machen? Nein, lass ihn mal weg. Und dann geben wir jetzt das Board aus. Nicht self. Jetzt blöd. Ja, doch self eigentlich. Fields
und for call in row. Ich schreibe es aus. Und was machen wir hier? Output.pushstr. Das muss wieder ein String ref sein. Format. Das geben wir aus die call, also der jeweilige Wert mit einem Abstand. Und dann immer am Ende der Zeile .push ein Newline. So, jetzt wird es rusty hier. Move occurs because self fields. Copy trade und so weiter. Jetzt wird es ein bisschen insidermäßig. Ich habe hier eine Referenz. Ich will das nicht ownen, ich will einfach als Referenz drauf zugreifen. Okay, sieht doch mal gar nicht so schlecht aus. Ziemlich minimalistisch ausgegeben, aber es funktioniert. Und ich habe mein Grid ausgegeben, ich habe es getestet manuell. Das ist doch einerseits ein Schluckwert, andererseits ein Commit. Aber wir formatieren zuerst noch den CargoFMT. Könnte man auch automatisieren, ich habe jetzt bewusst keine IDE eingerichtet, sondern nehme einfach mal Vim und einen Schluck. So, also Commit machen, git commit implemented output of field. Ups, gar kein Remote. Rendering output of field und ich pushe das, kann sie live zu Hause dann mitprogrammieren. Als ob sie wüssten, dass ich hier mir diese Session antue heute Abend. Wahrscheinlich am Fußball schauen oder so. Gut, weiter geht's. Jetzt habe ich es vertauscht, egal, ich hoffe, man sieht's. Was mache ich als nächstes? Jetzt möchte ich einen Spielstein hineinwerfen. Und jetzt kommt da das große Dilemma: Arbeite ich mit einem nullbasierenden Index? Ich denke, intern in der Logik schon, aber wenn ich es präsentiere, dann arbeite ich mit einem 1-basierenden Index. Wie wollen wir diese Operation nennen? PubFN drop stone, also wir lassen einen Stein fallen in einen Schacht und jetzt muss ich eine mutierende Referenz nehmen. Jetzt so eine wichtige Überlegung ist, wie gehe ich da jetzt mit diesen Änderungen um? Möchte ich das mutieren, also direkt mein Originalobjekt verändern oder ein neues Objekt generieren anhand des alten Objekts plus dem Spielzug? Diese Überlegung ist wichtig. Wenn Sie je Simulationen programmieren möchten mit KIs, ich empfehle Ihnen unbedingt den Ansatz zu wählen, dass Sie aus dem alten Board ein neues generieren. Können Sie KI-Algorithmen wie zum Beispiel Minimax viel einfacher umsetzen und Varianten ausprobieren. In diesem interaktiven Spiel können Sie aber direkt das mal mutieren. Ich mache jetzt einfach mal eine mutierende Referenz auf Self. Also ich möchte wirklich das in place bearbeiten. Wenn Sie es funktional programmieren, macht es mit Sicherheit nicht so. Aber Rust gibt uns eben beide Möglichkeiten, halt mit gewissen Einschränkungen. Drop Stone, und dann ist die Frage, welchen Stone droppen wir? Das ist ein Character. Ich habe jetzt mich dann nicht für eine bestimmte Repräsentation entschieden. Also mit Enums oder so könnte man auch arbeiten. Nehmen wir einfach Character, so wie ich es vielleicht in C machen würde. Und dann jetzt noch der Slot, das ist ein U-Size. Könnt auch U8 nehmen. Ja, nehmen wir vielleicht mal U8. Rust, wir wollen da Memory sparen. Jetzt ist die Frage, was gebe ich zurück? Die Operation könnte fehlschlagen. Muss ich schon mal ein bisschen weiterdenken. Wenn ich einen Stein werfe, was könnte dann passieren? Das Spiel könnte unter Umständen fertig sein, weil ich eben gewonnen habe. Ich könnte auch die API so designen, dass ich einen Stein werfe und dann prüfe, ob das Spiel fertig ist. Okay, jetzt weitreichende Gedanken. Ich denke, ich nehme da mal einen Schluck, um besser nachdenken zu können. Hat es geholfen? Nein. Aber ich denke, ich sollte ein Result zurückgeben. Und was könnte dieses Result sein? Es kann ein Fehler passieren.
weil ich eben einen Slot wähle, den es gar nicht gibt, also irgendwie 0 auswähle, eine negative Zahl, geht nicht bei U8, oder aber eine zu große Zahl. Könnte es einen Fehler geben. Und das positive Ergebnis könnte ein Sieg geben, könnte ein Unentschieden geben, weil nachher alles voll ist. Oder sonst, oder einfach nichts. Einfach Continue, was auch immer. Muss mir die Datentypen überlegen. Also mache ich mal einen neuen Datentyp, ich nenne den mal Outcome. Und dann als Fehler, in der Regel, wenn man eine Rust-Applikation macht, sollte man sich irgendwie einen Fehler-Datentyp überlegen. Verzichte heute darauf, es ist ja sonst schon genug schwer unter diesen erschwerten Bedingungen. Mache ich einfach mal einen String als Fehlermeldungstyp. Jetzt ist Outcome existiert noch nicht, habe jetzt ein großes Fass aufgemacht. Und hier kommen mal enums zum Zug. Pub enum Outcome, also so das Ergebnis. Was könnte das sein? Ich habe zum Beispiel einen Sieg von Spieler 1, Sieg von Spieler 2 und so weiter. Könnte das zum Beispiel als Win modellieren. Win und dann einen Character mitgeben, wer gewonnen hat. Könnte das so modellieren, ein Win von Empty wäre dann das Unentschieden. Aber ja, gibt verschiedene Varianten. Win, könnte auch ein Draw, dann habe ich nichts weiteres zu beachten, also wäre dann ein Unentschieden. Oder ich habe einfach ein Nothing, kein Outcome, es geht weiter. Das wäre das Outcome. Ich muss einfach diesen Datentyp schon mal da haben, damit ich dann damit arbeiten kann. Übrigens in Rust, Enums sind sogenannte algebraische Datentypen. Es gibt summative Typen, das ist glaube ich die Enum, und dann gibt es Produkttypen, das wäre die Struct. Und dieses Datenmodell kommt eigentlich aus ML, also Meta-Language. Das gleiche, was Haskell auch verwendet, also sehr mächtig. Und wenn man einmal sich daran gewöhnt hat, man möchte nicht mehr ohne und schon gar nicht irgendwelche Enums wie in C-Sharp oder Java, sondern diese richtig guten Enums, die noch Daten aufnehmen können. Damit kann man State Machines modellieren. Ist unglaublich mächtig, gibt eine wahnsinnige Sicherheit. Aber genug von Enums geschwärmt. Ich muss schauen, dass ich das überhaupt verwenden kann, irgendwie sinnvoll. Ich merke gerade, die Schrift ist ein bisschen groß. Ich sollte vielleicht das ein bisschen kleiner machen, den Editor neu öffnen. Ist immer noch nicht so toll. Formatieren. Ja, machen wir es ein bisschen kleiner. Ja, sollte ich machen, kleiner machen, ja genau. Ja, jetzt passt fast drauf. Egal, ich lasse es mal so. Gut, was soll ich jetzt machen? Ich lasse einen Stone fallen und dann entweder gibt es ein, das Result ist selber auch eine Enum, entweder gibt es ein Outcome oder es gibt einen Fehler. Schauen wir das mal an. Jetzt habe ich da den Slot, ist Slot kleiner als 1 oder Slot, kann es nicht eleganter prüfen, if in range was verneinen, geht es überhaupt, keine Ahnung. Da geht es ja beim Match. Ich weiß es nicht. Probieren wir es mal aus. Der Rust Compiler wird mich dann schon schulen. Dann gebe ich einfach ein R zurück. Meldung. Slot is out of range. Und jetzt bin ich noch so anständig und sage gleich, wo diese Range hingeht. Also das geschlossene Intervall so und so. 2. Und wir sagen einfach von 1 bis, also aufs Wissen übertrieben, aber egal. With. Und einfach sonst, damit es mal kompiliert, gebe ich einfach ein OK, Outcome, Nothing aus. Also ist nichts passiert. Mach vielleicht das mal rechts zu, damit wir hier ein bisschen mehr Fokus haben auf das, was ich jetzt programmiere. Cargo Check wird wahrscheinlich fehlschlagen mit dieser Bedingung. Ja, das kennt so nicht. Wir können es auch mit Match machen. Slot
Und ich glaube, dann kann ich sagen, with, dann mache ich etwas Sinnvolles und sonst bei allem anderen. Jetzt muss ich nicht mal mehr ein Return schreiben, weil jetzt habe ich das als Expression drin. So, lass gleich das Rust formatieren. Ups. Ah, Semikolon braucht es nicht hier. Wunderbar. Also jetzt habe ich ein Match, Pattern Matching, also wenn es zwischen 1 und with liegt, inklusive mit diesem gleich, dann habe ich, mache ich einfach mal nichts. Und im Fehlerfall sage ich dann eben, was nicht gut ist. Und wir sind zu faul, testen das wieder interaktiv. Und ich mache jetzt einfach mal, machen wir da. Muss jetzt mutierbar sein, weil sonst kann ich hier nicht mutable borrowen. Jetzt kommt der Fehler dann. Board.dropstone. Was werfe ich da rein? Muss ich überlegen, habe ich da nur Board. Da kann ich auch Player 1 und Player 2 importieren. Und in welchem Slot? Jetzt wollen wir mal auf das Nothing testen. Ah, jetzt U-Size. Kann ich nämlich hier doch ein U-Size sein, noch ein positiver Integer sein. Für Indices. Natürlich funktioniert das nicht. Private Constant. Jetzt auch Pub machen. Keine Ahnung. Nie eine Public Constant gemacht in Rust. Aha. Funktioniert. Und jetzt, ja, ist noch die Frage, wie ich das da irgendwie ausgeben kann, dieses Nothing. Damit ich das ausgeben kann, muss ich hier das Debug Trade deriven. Erkläre das jetzt nicht im Detail, aber ich glaube, so kann ich das dann hier mal prüfen, ob das soweit funktioniert. Und Debug Trade kann ich so ausgeben. Und jetzt gebe ich aber hier nochmal irgendwie die 0 mit und hier mal die 8. Also sollte einmal ein Outcome Nothing geben und zweimal ein Error irgendetwas. Sehr gut. Okay, Nothing beim ersten, dann Error Slot 0 is out of range, Slot 8 is out of range. Wunderbar. Das hat geklappt soweit. Also ein bisschen was kann ich doch noch. Ich merke gerade, ich rede zu viel und trinke zu wenig. Also an einem normalen Abend wäre ich jetzt schon ein bisschen weiter. Aber vom Code her sieht es jetzt nicht so schlecht aus. Da performe ich noch einigermaßen. Zeit, mich ein bisschen zu beeinträchtigen. So, ich sehe schon fast den Boden. Aber hier sehe ich noch lange kein Licht am Ende des Tunnels. Ich lalle schon ein bisschen. Wo machen wir weiter? Also den Stein werfen, das können wir jetzt noch nicht. Wir wissen, wenn wir es nicht können, aber wenn wir jetzt von 1 bis 7 was gewählt haben, sollten wir den Stein werfen können. Aber nicht in jedem Fall. Machen wir es mal ganz naiv. Jetzt haben wir den Slot. Jetzt ist die Frage, wie tief fällt dieser Stein? Und wir fangen ja oben an zu zählen. Also geben so aus von oben links. Erste Zeile, erste Spalte. Und jetzt, wenn wir den Stein werfen, können wir auch nicht die erste Spalte nehmen. Also schon, also die ausgewählte Spalte, aber nicht die erste Zeile. Der Stein muss ja runterfallen. Und jetzt ist die Frage, wie weit fällt der nach unten und in welches Feld kommt der zu liegen? Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Slot, der Schacht schon voll ist, dann können wir nichts reinwerfen, dann kommt ein Fehler. Also, was machen wir da? Jetzt beginnt die eigentliche Programmiererei. Machen wir mal, ja, einen Loop for R, also Index mit R, ein Teil, eine Row, wir iterieren ja über die Felder. Self.fields
Und was machen wir mit dieser Row? Wollen wir nicht von oben anfangen, wollen wir es eigentlich umdrehen? Vielleicht machen wir besser. Kann man rückwärts Ranges machen in Rust? Keine Ahnung. Fangen wir mal unten an. For height minus 1 bis 0 exklusiv. Ich glaube, das geht nicht, aber ich muss gleich nachschlagen. Wie kann man eine Range reversen in Rust? Ja, versuchen wir es mal. R in und jetzt mache einfach mal let row gleich self fields, das eigentlich Zeilen sind, R. Und wenn jetzt die Row den Slot, der ja im Range sein sollte oder ist, mein Slot ist 1 zu viel, ich muss vielleicht noch sagen, let slot index gleich slot minus 1. Jetzt bin ich wieder auf dem nullbasierten Index. Wir programmieren hier kein R oder sowas. Wir haben den Index 0. Row slots gleich empty. Dann machen wir hier. Oh, jetzt kommt sicher der Borrow-Checker. Ich sehe es kommen. Aber ja, ich habe Rust ausgewählt. Ich bin selber schuld. Fields. Kann ich das mutable borrowen hier? Keine Ahnung. Kann wirklich heute meine Grenzen. Das nicht wegen dem Alkohol. Row. Ja, wenn ich self mutable geborrowt habe, soll es auch gehen. Row slot index gleich. Was will ich machen? Ah, Stone. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Stone korrekt ist. Das könnte ich auch noch validieren. Aber das vielleicht später noch. Und dann mache ich aber auch gleich Break. Und jetzt, nein, ich mache Return Outcome Nothing. Aber das Ganze in der OK-Variante der Result Enum drin. Und jetzt bin ich gespannt auf die Fehlermeldung des Borrow-Checkers. So, was sagt er mir? Expect result, because return type, expect result outcome string found nothing. Also hier wird irgendwo nichts zurückgegeben. Wenn ich hier nie returne und die Schleife einfach weitergeht, dann habe ich einen Fehler. Slot is already full. Go away. Na, ich beschimpfe jetzt mal den User nicht. Spare ich mir für später. Okay, jetzt kommt der Borrow-Checker. Und ich will ja den mutieren. Also muss den Mutable ausleihen. Geht das? Ah ja, natürlich. Genau, jetzt will ich ja Mutable ausleihen. Ich leihe mir da diese Zeile aus, damit ich die auch modifizieren kann. Und es kompiliert. Okay. Weiß ich aber gar nicht, ob das da nach diesem Move irgendwas verändert hat. No. So, Player 1 gedroppt. Ich habe schon Mutable ausgeliehen, das sollte eigentlich das machen. Wenn ich jetzt Rust nicht ganz falsch verstehe, sollte das eigentlich intern geändert worden sein. Warum ändert das nichts? Weil es ist nicht kopiert, es wird ausgeliehen von diesem Self. Ich da falsch geschaut. Habe ich es gesetzt? Ah, Stone. Moment, Player 1. Player 1. Aha.
Übrigens, in Rust, man kann diese Variablen shadowen, aber jetzt verwende ich nur noch den nullbasierten Index. Spart mir dann diese off-by-one-Errors. Okay, Slot 0 is already full. Ah, jetzt habe ich es zu früh hier. Nein, ich verwende es hier ja noch für die Fehlermeldung, also muss ich da zurückkrebsen. Slots Index. Also ihr merkt schon, meine analytischen Fähigkeiten haben abgenommen. Is already full. Aber sollte immer empty sein. Aber ich kann tatsächlich hier rückwärts Ranges machen. Das funktioniert. Wird das überhaupt ausgeführt? Habe ich hier eine leere Range? Habe ich das falsch verstanden? Entering the loop. Der Loop wird nie betreten, weil diese Range hier zurück machen kann ich die nicht. So, jetzt schauen wir mal. Cargo Dock open. Könnte ich jetzt zum Beispiel hier in die Range nachschauen? Oder weg? Nein, kann ich nicht. Also Rust Reverse Range. Ich muss da schon mal auf andere Ressourcen zugreifen. Was habe ich da? End Start, Start Ends. Ich möchte, Punkt Ref. Die Range hat offenbar eine Ref-Methode. Und bis Height, das ist dann exklusiv der Oberindex, wie es uns Dijkstra gelernt hat. Das war das Problem. Jetzt mache ich die Dokumentation auf, wenn ich eigentlich das Zeugs ausführen möchte. Okay, jetzt funktioniert's. Also, wir haben gelernt um 6 Minuten nach 8 und ungefähr einen halben Liter Bier. Dass ich in Rust zwar eine Range ausdrücken kann, rein syntaktisch, wo der Start größer ist als das Ende. Der Compiler akzeptiert es, kann es nicht rejecten, weil es ja erst zur Laufzeit klar wird, aber dann der Loop einfach nicht ausgeführt wird. Es ist unglaublich, was man hier dazulernt. Soll noch einer sagen, das, was sie hier veranstaltet, sei nicht pädagogisch wertvoll. Compiler kann das nicht wissen. So, jetzt haben wir es raus. Vielleicht noch ein bisschen weiter testen. Also mit dem Unit-Test lasse ich heute Abend. Ja, wunderbar. Jetzt übertreibe ich es aber ein bisschen. Macht es etwa 2, 3, 4, 5, 6, 3 mal, mache es 4 mal, dann sollte es 2 Fehlermeldungen geben. Cargo, FMT, ich bin zu faul zum Einrücken. Ups, jetzt hat er beide Files neu formatiert. Cargo Run, okay. Jetzt ist es eigentlich zweimal full, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal hat es funktioniert, zweimal war es already full. Ein Fehler zurück. Ich müsste dann im interaktiven Programm darauf reagieren. Aber wir haben jetzt mal soweit die Logik geschrieben, dass ich da halt einen Stein setzen kann. Und ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt für eine kleine Pinkelpause. Halben Liter habe ich durch. Ich denke, das habe ich mir verdient. Bis gleich.